Hallo und recht herzlich willkommen, liebe Zockerfreunde, und jetzt zeige ich euch in diesem kurzen Video das Menü. Keine Angst, ich hatte nur die Musik ausgeschaltet, wollte nicht die Probleme mit YouTube haben, also habe ich das gleich mal ausgeschaltet. Ja, hier kann man jetzt eigentlich oben nichts viel sehen. Daneben sehen wir ein bisschen spielen, dann kommt online, dann kommt Match Day Live und anpassen. Da können wir jetzt noch nicht rauf, aber ich kann euch ein bisschen was zeigen hiervon. Hier kann man so ein bisschen jetzt natürlich kaufen, die Anzeigenkalibrierung und Datenschutzeinstellung, keine Ahnung, wozu das ist. Ja, ich gehe mal ganz kurz hier auf Anstoß. Wenn man Anstoß spielen will, kommt hier Match Percentage. Ihr könnt euch das ja selbst durchlesen. Kommen noch mal ein paar coole Dinge. Beweglichkeit und Kontrolle, das ist mir auch wirklich aufgefallen. Ist halt auch eine wirklich Neuerung. Die ist mir jetzt schon auf der Xbox heute Morgen aufgefallen. Und halt der Next-Gen-Torwart, der, also, das sah schon wirklich sehr geil aus. Und die Barclays Premier League, der weltweit beliebteste Liga, ist nun auch die authentischste mit allen 20 Stadien, Audio und Kommentaren vom Feinsten und über 200 neue Spielergesichter. Ja, da haben sie sich richtig reingekauft, die Jungs, und da kann man hier wie gesagt im klassischen Sinne reinholen. Ich weiß nicht, wieso sie Boca Juniors mit reingenommen haben, aber sie haben sie. Denn wie gesagt, es ist ja eigentlich schon bekannt, Chelsea ist mit drin, Liverpool ist mit drin, Manchester City, Borussia Dortmund leider die einzigste, wenn mich da nicht anders wird, ja genau, Borussia Dortmund irgendwie die einzigste deutsche Fußballmannschaft aus der Bundesliga, finde ich sehr traurig, finde ich sogar beschissen, um es ehrlich zu sein. So, dann kommt Napoli aus der Serie A, dann Paris Saint-Germain aus der französischen, FC Barcelona und das war's jetzt, ne? Also, bisschen, ne? So sieht jetzt auch das neue Menü halt aus, eine ganz andere Art mit dem Teammanagement und so. Ich denke mal, da muss man sich einfach erstmal ein bisschen dran gewöhnen. Hier muss man so ein bisschen runter scrollen. Okay, wenn man ein bisschen weiter, dann kommt man auf die Reservebank und sowas alles. Scheint Geschmackssache zu sein, ne? Muss man halt gucken, ob man sich damit so ein bisschen anfreunden kann. Man kann auch oben gleich mit den Trigger-Tasten zwischen Aufstellung rollen und so. Achso, wer Captain ist und wer jetzt hier alles machen soll. Anweisung hier nochmal. Kann man halt nochmal genau geben. Ne? Wenn einzelne, kannst du halt nochmal sagen. Das finde ich auch sehr geil. Du kannst zum Beispiel Reus direkt sagen, Grunddings, ne, er soll Defensivunterstützung. Was kannst du denn hier mit ihm? Achso, dann musst du ihn so auswählen und dann kannst du halt Defensive verstärken oder vorne bleiben. Finde ich total geil. Oder warte, was kann ich ihm noch sagen? Achso, ich kann zum Beispiel sagen Flankenläufe oder für Flanken in den Strafraum und am Strafraumrand bei Flanken sein, ne? Ist schon Positionsfreiheit oder alle Freiheiten, ne? Ich denke mal, da lassen sich einige neue Taktiken draus bauen, die man so einbauen kann. Hier kann man nochmal sehen, Dortmund, die Standardtaktiken und so. Ach so, okay, hier kann man halt nochmal sagen, ne, ob du Standard spielen willst, schon Konter oder hoher Druck, eigene Taktik, lange Bälle oder Ballbesitz. Finde ich sehr nice bis jetzt, ja. Spieleinstellung, ja, es ist halt das normale eben gerade so ein bisschen. Kann man halt gucken, da hat sich jetzt glaube ich nicht so ganz. Platzabnutzung ist jetzt, achso, ist jetzt keine abgestellt, ja, keine Ahnung wieso, da kann man bis jetzt auch nichts anderes ändern. Und sonst noch irgendwas? Ne, das ist ja ganz normal hier mit den Controllern oder so. Okidokli, das wäre jetzt so das ganz normale Heimspiel und jetzt hier halt die neuen Futures, kann man sich halt so ein bisschen emotionale Intelligenz, das fand ich halt ziemlich geil. Spieler zeigen nun ausgeprägte und natürliche Reaktionen auf schlecht geführte Zweikämpfe, Veteranenchancen und Tor etc. Das ist sehr nice. Also Teamtaktik, Abwehrriegel und totaler Angriff, Beweglichkeit und Kontrolle und so, sehr geil. Man-to-Man-Battles, Alter. Wenn das mal nicht nach unten losgeht, denn bei 4-14 könnt ihr. Oder wisst ihr, ne, ist das ja mit dem Tactical to Ball oder so, wenn er angekommen ist, ist ja auch doll nach hinten gegangen. Da bin ich schon echt gespannt, ob der sich denn auch wirklich so gut verhält, wie es denn auch angepriesen ist. Gutes Teammanagement, auf jeden Fall, habe ich euch gerade gesagt. Match Precision, ja, das hatten wir auch in FIFA 14 schon und so.
gucken wir mal. Ne? Matchday Live ist eine neue Art, da eine von goal.com unterstützte neue Hub für so Fußballfreunde mit News und Action aus der Liga. Das bedeutet unter anderem, dass wenn ihr zum Beispiel, wie ich, zum Beispiel HSV, ihr gebt ja immer beim Anfang, wenn ihr euch bei FIFA anmeldet, welchen Mannschaft ihr ja, sponsort oder welche ihr unterstützen wollt. Und wenn ihr zum Beispiel, wie in meinem Fall, werde ich wieder den HSV natürlich nehmen. Und dann sehe ich zum Beispiel alle wirklich Live-News um den HSV und sehe dann auch im Hauptmenü, gegen wen zum Beispiel der HSV gleich reell wirklich als nächstes spielt und kann gegen die Mannschaft einfach mal so ein Spiel spielen schon. Da wird bestimmt noch einiges Neues auf uns zukommen. Also auf jeden Fall mal was ganz Geiles. Klar, sie reißen hier natürlich einiges mit der Barclays Premier League und so, ne? Also Freundschaftsspiele Session Foot 15 Modus. Freundschaftsspiele Session trittst du in Session mit 5 Spieltagen gegen Freunde an. Dabei lässt sich die Statistik verfolgen. Am Ende winkt der Titel und das Recht, damit zu prahlen. Okay, finde ich auch sehr nice. Ja. Foot 15 Leihspieler, okay, mit den begehrtesten Stars überhaupt spielen, nur ein Traum, nein. Über EA Sports FC Katalog lassen sie sich als Leihspieler für begrenzte Zeit verpflichten. Das ist mal eine richtig geile Scheiße. Finde ich okay, finde ich nice. Und Konzeptmannschaften, ein wertvolles Tool zur Planung von Mannschaften, damit hast du Zugriff auf sämtliche Spieler, die du in Foot gibst. Nutze Konzeptmannschaften, um deine künftigen Aufstellungen oder deine nächsten Coup auf dem Transfermarkt vorab zu testen. Also, nicht schlecht. Wir gucken mal ganz kurz hier beim Ultimate Team rein. Ich weiß gar nicht, ob ich da überhaupt reinkomme. Okay, jetzt kommt bestimmt nochmal erstmal wieder ein Video. Bam. Ah, jetzt werde ich wieder hier so eine Mischmasch bekommen. Ja, ist klar, bla bla bla, ne? Chemie ist den meisten auch bekannt und so. Position, eine Hauptkomponente von Chemie ist Spieler auf der richtigen Position. Ja, okay, da ist natürlich jetzt falsch, dann ändern wir das natürlich wieder. Ist das die Standardeinführung und so, ne? Hier, wie du siehst, bestehen zwischen den beiden Verteidigern eine rote Bindung. Wähle den Innenverteidiger aus und tausche ihn für gegen einen stärkeren. Ach so, okay. Ah, okay, machen wir das, weil das sind beide zwei Franzosen und da sind Dings. Klar, und jetzt haben wir natürlich 100% erreicht. Ah, okay, alles klar. Supi, supi. Und dann könnte ich jetzt hier spielen gegen eine Ultimate-Team-Mannschaft. Und das wollte ich jetzt eigentlich gar nicht. Uah. Ich habe nämlich gar nicht so viel Speicher drauf. Also, ich muss das hier leider blöderweise jetzt abbrechen. Weil ich gar nicht mehr so viel Speicher auf der Platte habe. Deswegen muss ich nur jetzt ganz schnell das immer machen. Und willkommen, bla bla bla. Ja, alles klar. So sieht es jetzt ein bisschen aus mit der Footzentrale. Ich denke mal, die wird sich noch ein bisschen ändern. Deine Mannschaften wählen. Im Endeffekt habt ihr jetzt so einen kleinen Einblick, was so die Demo auf euch zukommen lässt, ja. Ich finde es ganz nice, bin auf jeden Fall gespannt, wenn FIFA 15, ich denke am 25., 26. September kommt es jetzt raus und ich bin schon ganz heiß drauf und dann starten wir wieder durch mit Hamburg, die Manager, ohne irgendwelche Mods, die haben wir dann nämlich nicht mehr nötig, dann ist alles aktuell. Also, ich freue mich auf eure Kommentare, lasst auch einen Daumen hoch, wenn euch das Video gefallen hat. Und wenn ihr mehr sehen wollt von FIFA und alles drum und rum, dann lasst mal noch ein Abo da. Also, bis dahin, liebe Zockerfreunde, und haut rein.